was passiert. Ich hätte gedacht, Lazio wäre der vermeintlich schwierigere Gegner. Ja, diese Brücke scheint auch nicht schlecht zu sein. Die haben auch 6 Punkte, denke ich. Wir haben mit Haaland den Top-Torjäger, aber auch nur gegen, weil wir gegen Helsinki gespielt haben. Ist das Haaland? Haaland hätte Brand gesehen. Aber diesmal war der Torhüter schneller. Einfach gerade durchgespielt. So einfach ist das. Und schon liegen wir 1-0 hinten.
Sancho macht es 3-2.
jetzt noch das Unentschieden fällt, haben wir immer noch eine gute Ausgangslage. Konter, Tau. Haaland läuft sich frei. Und Haaland macht die Sache fest. 4:2. Schöner Pass in die Spitze. Haaland kann richtig gut laufen. Habe ich bei dem Pass jetzt gemerkt. Schöne Annahme und Abschluss. 4:2. Jetzt glaube ich, haben wir es. Brügge will noch was reißen. Haaland. Fehlpass. Da ging einer ein bisschen übermotiviert rein. Respekt. Der wird wohl öfter seine Chance noch bekommen. Starker Schuss. Und das war jetzt das 5:2. Sah am Anfang gar nicht so aus. Ja, das war's. Simulieren wir noch einen Tag, damit die anderen auch noch gespielt haben. Oh, mein Magen geht direkt gerade richtig durch. Also fängt das Mikro auf. Also hier in der Liga sind wir Platz 8. Mit 11 Punkten. Ah, Mist. Im Pokal Braunschweig. Simulieren wir mal. Oh nein. Mist, ich habe gerade Augsburg simuliert. Mist, das habe ich nicht gesehen. Nun 1:1 unentschieden. Das ist nicht schön. Jetzt sind wir Platz 9 mit 12 Punkten. Ich hoffe, die 2 Punkte werden uns nicht irgendwas kosten am Ende. Europa League. Ja, hier sind wir Platz 1 mit 16 Toren, 7 Gegentoren. Da sind wir so gut wie weiter. Der nächste Gegner ist wieder Helsinki.